Jeder Zentimeter Schatten ist begehrt. Und wenn es keinen gibt, dann muss man einfallsreich sein. Rettungsfolien, Regenschirme, Wasser, alles, was die Hitze erträglicher macht. 37 Grad im Schatten. Doch die Ministrantinnen und Ministranten lassen sich nicht von ihrem Vorhaben abhalten. Die Audienz mit Papst Franziskus ist der Höhepunkt der Wallfahrt. Nicht nur die Hitze, auch das lange Warten an den Sicherheitskontrollen ist anstrengend. 3 Stunden bevor der Papst auf den Petersplatz fährt, hat der Einlass begonnen. Auf der Altarbühne vor dem Petersdom läuft ein Vorprogramm zur Einstimmung. Das größte Weihrauchfass der Welt aus dem Bistum Augsburg steht auch bereit, während unten die Feuerwehr für Erfrischung und Spaß sorgt. Es fühlt sich wahnsinnig an. Ich habe mir gedacht, hier wird es viel, es wird laut, es wird voll, es wird panisch. Aber alle sind gut drauf, alle sind glücklich, hier zu sein. Und das sind wir auch. Es ist eine sehr gute Stimmung, einfach mit den Freunden hier zu sein, neue Leute kennenzulernen. Es ist einfach eine Stimmung, die man nicht beschreiben kann, weil es einfach so schön ist. Allein die Gemeinschaft hier mit allen Freunden und natürlich auch das Religiöse, was da unterstützt wird. Die besonderen Sachen, die man hier mitbekommt, die man halt nicht erlebt, wenn man nicht mit so einer Gemeinschaft hierher fährt. Dann endlich um 17:45 fährt das Papamobil durch die Reihen auf dem Petersplatz. Und auch viele Minis aus dem Bistum Augsburg sind ganz nah dran am Papst. Mit dir, 35.000 der insgesamt 50.000 Mädchen und Jungs bei dieser internationalen Ministrantenwallfahrt sind aus Deutschland. Deshalb richtet Papst Franziskus mehrmals ein paar Sätze auf Deutsch an die Pilger. Freunde und einen guten Weg zusammen mit Jesus. Danke, vielen Dank. In seiner Ansprache geht es um das Motto der Wallfahrt: Mit dir. 2 Worte nur, in denen so viel steckt. Sie enthalten das Geheimnis unseres Lebens, das Geheimnis der Liebe. Auch du kannst, dank Jesus, immer und nur dank ihm, zu deinem Nächsten sagen, ich bin mit dir. Nicht mit Worten, sondern mit Taten, mit Zeichen, mit dem Herzen, mit konkreter Nähe. Mit jemandem weinen, der weint. Sich mit jemandem freuen, die sich freut, ohne Urteile und Vorurteile. Ohne Verschlossenheit, ohne Ausgrenzung. Auch mit dir, der du mir nicht sympathisch bist. Mit dir, die du anders bist als ich. Mit dir, der du ein Fremder bist. Mit dir, von der ich mich nicht verstanden fühle. Mit dir, der du nie in die Kirche kommst, mit dir, die du sagst, dass du nicht an Gott glaubst. Es war ganz schön hier, die ganze Menschenmenge, es sind über 50.000 Ministranten, die zusammen so die Audienz feiern, den Papst zu sehen, war mega. Mir hat halt auch gefreut, dass der Papst halt auch gut hat, mit vor allem unsere Deutschsprachigen halt in Verbindung zu kommen, hat er super gemacht. Es war schön, man hat viele Leute kennengelernt, war natürlich heiß, aber man hat was zum Trinken bekommen, die Feuerwehr hat auch noch ein bisschen abkühlt, war eine schöne Erfahrung. Es sind so viele Leute dort und so halt, das ist halt wunderschön, das zu sehen, dass halt die Menschen halt zusammen sind. Diese ganzen Sorgen und dieses ganze negative Belastungsgefühl, dass es so heiß ist und dass so viele Menschen da sind, verfliegt, wenn man den Papst sieht und die Freude, die alle ausstrahlen und die Lebensfreude, die einfach herrscht. Auch mich freut es, dass so viele hier mit ihrem Glauben in Verbindung kommen. Das ist, glaube ich, das verfliegt, wenn man diese, oder das steht dann im Vordergrund, wenn man hier ist. Ja. 3.200 Teilnehmer aus dem Bistum Augsburg sind in Rom. Das kann sich sehen lassen. 2.000 sind mit dem bischöflichen Jugendamt hier, angereist mit 36 Bussen. Weitere 1.200 haben die Wallfahrt selbst in ihren Verein organisiert. Bis jetzt hat alles gut geklappt, auch für die Organisatoren und Begleiter ein eindrucksvolles Erlebnis. Der Gottesdienst, in dem der Papst eigentlich wunderbar, ganz kurz und klar dieses Motto ausgelegt hat, mit dir. Gott ist mit dir, sei du mit ihm und hilf mit als Mini, als gläubiger Mensch, die Welt miteinander zu gestalten aus dem Evangelium. Also eine wunderschöne Erfahrung hier auf dem Petersplatz. Gestern hatten wir dann den ersten Höhepunkt mit dem Eröffnungsgottesdienst in der Lateranbasilika. Ich habe es sehr positiv wahrgenommen, es war sehr gute Stimmung, es wurde sehr gut mitgesungen. Und ich habe sehr viel Freude wahrgenommen, gleichzeitig natürlich auch Erschöpfung von der Nachtfahrt. Die Minis waren ja die ganze Nacht unterwegs. Und heute war eben der Höhepunkt hier auf dem Petersplatz und man hat
beim Frühstück schon gemerkt heute, wie viele mir gesagt haben, boah, jetzt ich will den Papst sehen und ich will ganz früh dran sein. Und das hat sehr viele sehr bewegt, glaube ich. Es ist wunderbar mit so vielen und es ist eine tolle Gruppe. Im Kleinen wie jetzt eben auch gerade im Großen bei der Papstaudienz, das einfach auch ja, bis in den letzten Knochen zum Spüren war. Einfach diese Freude, diese Vielfalt, diese Buntheit. 5 Tage lang erleben die Gruppen eine Mischung aus Sightseeing, Glaubensfest und Gemeinschaft. Sie sind jetzt mittendrin im Abenteuer Rom.